Großer Pokaltag beim Fußballverband Mittelrhein, nicht nur bei den Herren, sondern auch im Juniorenbereich. Im Schlossparkstadion in Brühl trafen sich die U17-Teams des 1. FC Köln und des FC Hennef. Die Hennefer in der ersten Halbzeit von rechts nach links in den roten Trikots vom Anpfiff weg mit einem guten Start. Daniel Blum verpasst die Riesenchance auf einen Traumstart. Die Kölner dagegen zu Beginn ohne Gegenmittel gegen robuste Hennefer, die dazu auch noch ansehnlich konterten. Blum auf Tosun und zack, 1:0. Der Underdog nach einer Viertelstunde in Front, beide Mannschaften ja in dieser Spielzeit Bundesligisten, allerdings mit ganz unterschiedlichen Saisons, während die Kölner aller Voraussicht nach hinter Schalke, Dortmund und Leverkusen guter Vierter werden, liegt der FC Hennef einen Spieltag vor Schluss als 13. auf dem vorletzten Platz. Ja, was war los mit den Geisbergen? Die brauchten einen Moment, um ins Spiel zu finden. Viel Ballbesitz, aber wenig Durchschlagskraft zu Beginn, oft etwas zu verspielt, aber dann ist Becker da. Der Ausgleich durch den Kapitän, der diese Saison auch schon 3 Partien bei den A-Junioren gespielt hat, schraubt sich stark hoch und mit klasse Timing 1:1 alles wieder offen. Der Underdog aber nach wie vor gut im Spiel, immer wieder mit Umschaltsituationen. Der Pfosten rettet für die Kölner Glück für den FC. Nach den ersten 40 Minuten Spielzeit dann umgekehrtes Bild. Die Kölner mit viel Elan nach dem Seitenwechsel, keine Minute rum. Schmidt geht unsanft in den Gegenspieler rein, Strafstoß. Das eine Sache für Lukas Schlachs. Und jetzt mal genau hinsehen, alle Schützen aus der Bundesliga. Genau so sieht ein eiskalt und sicher verwandelter Elfmeter aus. 2:1 aus Sicht des 1. FC Köln. Das Team von Coach Ralf Aussem schien seiner Favoritenrolle gerecht zu werden. In der Folge mit mehreren guten Gelegenheiten Hennef. Nur noch selten wie hier im Vorwärtsgang, aber mit Zug zum Tor. Nächster Pfiff, nächster Elfer. Nico Gericke tritt an und auch der ist sicher drin. Die Partie, der beste Beweis dafür, dass in einem Pokalspiel Mannschaften über sich hinauswachsen können. In der Liga gab es für die Hennefer gegen den FC 0:4 und 1:7 Packungen. Aber nach dem Treffer das Momentum auf der Seite des Underdogs. Vincent Müller verhindert den erneuten Rückstand für sein Team. Auf der anderen Seite die Kölner lange Zeit einfallslos und umständlich, aber dann hat Katterbach genug. 25 Meter, gar kein Problem. Die Erleichterung beim Favoriten natürlich riesengroß. In der Schlussphase der Partie die Kölner dann konzentrierter, zielstrebiger als die Jungs vom FC Hennef. Und natürlich auch mit der individuellen Klasse gesegnet, so ein Spiel durch eine Einzelaktion entscheiden zu können. Das Tor, ein Genickbruch für die aufopferungsvoll kämpfenden Hennefer nach dem 3:2 ohne Kraft für ein erneutes Comeback. Sami Olofs mit dem 4:2, 4 Minuten vor dem Ende der 1. FC Köln, auf dem besten Weg, seinen Triumph aus dem Vorjahr zu wiederholen. Am Ende das Ergebnis dann doch ziemlich eindeutig. Hennef in der Folge ohne echte Gegenwehr. Es läuft schon die Nachspielzeit. Anil Aydin 5:2, das dann doch vielleicht etwas zu viel des Guten. Nach 80 Minuten natürlich trotzdem ein verdienter Sieg für den Favoriten aus der Domstadt, aber ein Riesenkompliment auch an die Jungs vom FC Hennef, die über fast die gesamte Spieldauer den Favoriten ordentlich ärgern konnten und denen nur am Ende ein wenig die Kraft fehlte. So heißt der Pokalsieger auch in diesem Jahr 1. FC Köln.